Wir haben uns jetzt dem Thema Mimikry eben gewidmet und die perfekte Form des Mimikrys ist es ja, wenn man quasi verschwinden kann, weil man sich seiner Umgebung so gut anpassen kann. Jetzt gibt es aber eine weitere interessante Form, sozusagen für die Dinge nicht haftbar gewacht zu werden, und das ist das Zwillikry. Beim Zwillikry legt man sich einen Doppelgänger zu, dem man dann alles in die Schuhe schiebt. Und eben diesem Doppelgänger möchte ich das folgende Lied jetzt widmen. Ich weiß nicht, ob einige von euch kennen ihn vielleicht. Es ist nicht problemfrei tatsächlich. Mir fiel heute wieder ein die Geschichte, als wir 5 Jahre alt waren auf Norderney im Urlaub und meine Mutter lachend vom Waschhaus wiederkam und sagte, ich habe eben die Putzfrau gehört, damals hieß es noch so, und die sagte zu ihrer Kollegin, dieser Junge ist so dumm, kommt rein, putzt Zähne, geht raus, kommt wieder rein, putzt Zähne. Egal, ich glaube, dass er jetzt nicht hier ist, weil der immer ein bisschen eifersüchtig ist, wenn ich so viel Applaus kriege. Aber Bruder, das Lied hier geht raus an dich und uns. Diese Sache mit dem Futterneid begann bei mir schon im Mutterleib. Neben mir machte sich ein zweiter breit und sofort gab es Streit. Hey, was isst denn du da? Gib das her, Bruder. Guck mal, da flennt er. Das ist doch meine Plazenta. Futter, 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 Neid. Ich pass ganz genau auf. Bruder, 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 Streit. Weil ich will das dann auch. Packte Mama ihre Brüste aus, schrie ich schrill meine Früste raus, wenn sie den anderen zuerst säugte, was sie dann meistens überzeugte. Ganz anders war das bei Simone, die saß auf Bruder oben ohne, als sie ihn küsste und verführte und mich komplett ignorierte. Hey, was machst denn du da? Ich schau wenigstens zu, ja? Er hat ja nicht meine IQ, ha? Hey Mama, die tut's da, Futter, 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 nein, ich pass ganz genau auf. Bruder, 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 Streit, ach komm, jetzt reg dich nicht auf. Nur weil ich ein- oder zweimal vielleicht mit dir geschlafen habe und dabei so getan habe, als wenn ich du wäre, ey, sorry, da kann ich echt nur sagen. Futter, 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 Neid, ich zähl ganz genau mit. Bruder, 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 Streit, das war meine Pommes frites, meine Freunde, Arbeit und Verkehr, wer hat mehr vom Lebensglück? Beim Urlaub buchen, ich will ein größeres Stück vom Mutterkuchen. Oh. Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke. Schön an Mund halten und dann nichts abgeben, so kenne ich ihn. Die Jahre vergehen, im nächsten Kapitel hat er Häuschen, Kindchen, Doktortitel und ich bin immer noch der 6. Beatle und ich krittel und ich krittel. Walter, das ist Effektheischerei. Wollte ich grad sagen. Im Gegensatz zu dir verträgt die Welt halt 2 von mir. Erstens sind das nicht 2 von dir und zweitens verträgt sie es auch nicht. Hast du ja mal geschnitten, ich hab einen Sohn. Oh. Dann nächstes und Jahr außerdem, Zwillinge sind alle bescheuert. Also hier sehe ich jetzt schon wieder. Ach Mann, ich liebe den Typen auch, aber den auch. So, jetzt machen wir weiter, ne? Ich weiß nicht, ist ja dein Sohn. Ne, wir wollten böse gucken, wir müssen ja, da einsteigen. So ein riesiges, spießiges Eigenheim
Was soll denn daran zu beneiden sein? Ich glaub, dein Baby, das scheißt sich grad ein. Hey Bruder, komm erst mal rein. Ist ja eh gerade Futterzeit. Bruder, 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 komm doch rein. Futter, 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 Futterzeit. Ist doch besser als Streit. Futter, 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 Futterzeit. Ich geb dir gerne was ab. Futter, 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 Futterzeit. Ach Bruder. Ach Bruder. Ach Bruder. Ach Bruder. Ich bin eigentlich satt. So, jetzt ist es gut. Husch, husch, ein Stoppchen. Danke jetzt.